Okay, es geht weiter. Oh, raufklicken. Mogri? Okay, was hast du denn zu bieten? Du hast echt nichts mehr Neues. Schmieden. Feuerer kann ich schmieden. Aiora. Okay. Sehen wir uns an, was Demix zu sagen hat. Okay, wann haben wir wieder frei? Alles klar. Und Saldi? Bin schon früh darüber gestolpert. Ich brauche es nicht. Nimm es. Combo Tech. Dankeschön. Und du, Sigbel? Ich hoffe, Schätzchen kommt durch. Sie hat eine ganz schöne harte Mission abbekommen. Okay. Aber erstmal den Level ausrüsten, den ich ja bekommen habe. So. Warte mal, da gabst du eine Form, die da dazu passt. Ach, ich wusste es doch. Eis hierhin und Feuer dahin. Ach man. Eis hierhin, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Die kann bleiben. Berichte, Drox das Tagebuch. Ich bin Shion in Tarantan über den Weg gelaufen. Sie muss wohl über eine Mission ziemlich versagt haben. Bei einer Mission ziemlich versagt haben und das macht ihr zu schaffen. Später waren wir beim Uritum. Sie meinte, wir wären verschieden. Sieht man ja auch, aber sie meinte wohl etwas anderes. Ihr scheint vieles durch den Kopf zu gehen, worüber ich nicht nachdenke. Wie viel Geld habe ich? Zu viel. Okay. Und sehen uns an, Mann, was Hikes zu geben hat. Die nächste Mission führt dich in eine neue Welt. Bereit dich gut. Noch eine neue Welt? Das geht ja schon. Okay, neue Welt. Sammle Herzen. Ich besiege den Stahlrüster. Erstmal das hier. Wunderhöhle ist ein Stahlrüster aufgetaucht. Finde und besiege ihn mit Saldin. Zieh den Stahlrüster mit Eismagie. Nimm dich vor auch für Feuerpflanzen. Großen Rüster. Oh. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich dachte, in der Wunderhöhle ist der Stahlrüster. Achso, doch. Es gibt auch Schatztruhen, okay. Ganzen Gegner hier lassen mich einfach in Ruhe, weil ich brauche die jetzt nicht zu besiegen. Mein einziges Ziel ist es ja, diesen Stahlrüster da unten, diesen Bodymender, fertig zu bekommen. Okay. Eisrezept und dadurch. Diese Feuerpflanzen können mich eigentlich mal. Warte, aber das ist gut, wenn ich dann level. Ach komm, ich besiege die einfach. Schadet mir sowieso nicht. Das gibt mir eher nur Level ab. Ich bin doch ein bisschen dämlich, oder? Ich greife eine Feuerpflanze mit Feuer an. Bin schlimmer als Donald. Greifst du sie an? Okay, ich muss mal irgendwie was tun gegen sein Anvisieren. Das nervt auch irgendwie langsam. Das sind immer die falschen Gegner anvisiert. Okay. Was ist jetzt aufgetaucht? Komm. So. Es heilt sich. Das ist beschissen an diesem verfickten Gegner. Wo ist die Feuerpflanze?
erstmal die Feuerpflanze töten. Dieses Großmaul kann sowieso nichts. Deswegen kommt es als zuletzt. Und komm. Warum kommt noch eine Feuerpflanze? Ich glaube, dieses ganze Feld ist damit geschmückt. Mit diesen Feuerpflanzen. Ich muss es töten, bevor sich das heilt. Ich wusste, dass das noch kommen muss. Weil bisher kam ja eine Feuerpflanze und einer von diesen großen Mäulern. Ich weiß. Okay. Nur 4 Schatztruhen. Was für da ist der? Okay. Ach du heilige Scheiße. Ach, jetzt weiß ich wieder warum. Ey, der Kampf ist beschissen. Der ist Männer beschissen. Ey, mir fehlen noch 2 Stationen. Wie soll ich die jetzt bekommen? Wo sind die eigentlich? Dicke Wampe nervt richtig. Er hatte eine Schwäche für Eis gehabt. Ach komm, ich muss erstmal den hier wegbekommen. Okay, was macht Saldin? Das klingt irgendwie so bösartig, wenn er das sagt. Okay, er ist wieder in diesem Modus. Saldin, beruhig dich. Kein Grund, den Gegner jetzt extrem kaputt zu hauen. Ich will mal wissen, wie viel es von diesen großen Rüstungen gibt. Okay, danke für die Heilung. Trotzdem sollst du aber dein Leben chillen. Es gab noch einen von denen, ich wusste es doch. Aus. Und so. Erstmal diese große Rüstung töten. Wo bin ich? Achso, da bin ich. Ey, diesen Roxas sieht man echt nicht unter diesen dicken Leuten. Verdammt! Das war knapp. Du Wichser. Dafür wirst du jetzt sterben. 100 Po, du wirst sterben. Sag ich ja. Wo ist noch ein Fettsack? Und wo ist Saldin? Er sagt jetzt nicht, dass er abgekratzt. Wie kratzt du in diesem kritischen Moment ab, Mann? Okay, er lebt wieder. Gelobt sei der Herr. Ich muss aufpassen. Abhauen. Na doch, doch, abhauen. Ich spüre eine dicke Wampe hinter mir. Ich hätte recht. Springst auch hoch? Nein, da macht mit Bodycheck. Nein! Okay. Ich dachte, er springt jetzt in die Ecke da rein, wo ich war. Irgendwie tun mir auch diese Fettsäcke leid, dass ich die so kaputt habe.
Verdammte Scheiße, Mann. Wie war der? Okay, komm. Der ist gleich tot. So. Das war. Oh, der hat mich beschützt. Danke, Saldin. Okay, wie viele von. Da gibt's noch einen von dem Fettsack. Ich weiß, Leute, ich hätte einfach den anderen töten sollen, aber nee. Ich muss erstmal diese anderen Fettsäcke da töten. Auch wenn ich jetzt sterbe, die sind dann für immer weg und nerven mich in dieser Mission nicht mehr. So nicht. Okay, jetzt bist du aber weg. Da oben ist eine Truhe. Und wie soll ich da hochkommen, weiß ich nicht. Ah, warte, ich hab da eine Idee. Ich hab da eine Idee. Obwohl seine Schwäche Eis ist, hat es nicht so viel abgezogen, hat man ja gerade gesehen. Okay, jetzt bin ich aber meine Ruhe und jetzt kann ich alles in Ruhe killen, also ihn, er. Abhauen. Wo ist der? Achso. Der war für eine kurze Zeit verschwunden, das habt ihr alle gesehen, Leute, das habt ihr alle... Der kann sie mit dem Boden verschmelzen. Das nenne ich Tarnung. Lukas, deine fette Wand hindert Roxas irgendwie ihn anzugreifen. Komm. Verdammt. Irgendwie ist es komisch. Es kommt mir echt vor, dass es so easy ist. Hallo, du dicke Wampe. Okay, ich hab den. Ey, ich bin hier 12 Minuten schon. Echt krass. 12 Minuten sind in diesem einen Part nur. Wieso habe ich nicht Sportsfreunde ausgerüstet? Wäre ich dann hochgekommen? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße, Mann. Ich hätte es ausrüsten sollen. War die Truhe auch schon davor da? Wo ist der? So schnell ist er gestorben. Der hat ein kurzes Leben gehabt. Dann haben wir das auch jetzt geschafft. Immer beim Eisenden, immer. Die kommen nicht irgendwie auf die Idee, irgendwie Sport zu machen. Fitnessstudios oder so. Hey, kann ich hier? Erzähl schon. Ist gestern etwas passiert? Nein, nichts. Mädchen sind ganz schön kompliziert, was? Woher wusstest du, dass ich gerade das gleiche gedacht habe? Weil du nicht so kompliziert bist. Aber nimm das nicht persönlich, das sind die meisten Niemande. Meinst du, echte Leute sind komplizierter als wir? Aber klar, besonders echte Mädchen. Das ist eine Doppeldosis Kompliziertheit. Und was ist mit einem Niemand-Mädchen wie Shion? Einfache Dosis. Ich komme nicht mehr mit.
Man darf bei Mädchen jedenfalls auf keinen Fall auf die falschen Knöpfe drücken. Ehe, Aufklärung von Mädchen und so. Hast du das gespeichert? Ja, ich wünschte, das hättest du mir früher sagen können. Früher gesagt. Gib ihr einfach etwas Zeit. Wieso? Wenn du jetzt versuchst, alles zu reparieren, drückst du noch mehr falsche Knöpfe. Okay, alles klar. Ich hoffe, ihr hört meine Verwandten nicht, die sind draußen. Du bist in Ordnung, Kleiner. Nehm mich nicht kleiner. Hör auf zu lachen. Verdammte Scheiße, ich hoffe, ihr hört die nicht. Du wirst die Sache mit dir schon wieder hinbekommen. Hoffentlich. Verdammte Scheiße, wie laut die reden. Okay, Runentech. Bitte seid leise. Getrennte Tage. Bitte seid leise da draußen. Neuer Eintrag noch aus das Tagebuch. Aber erstmal ausrüsten mit von Sportsfreund. Und Rutschattacke, die habe ich ja auch bekommen. Berichte, rollt das Tagebuch. Ich glaube, Shion ist wütend auf mich, aber ich weiß nicht weshalb. Axel meint, manche Mädchen seien kompliziert. Man dürfte bei ihnen nicht die falschen Knöpfe drücken. Woher soll ich denn bitte wissen, welche richtige sind? Ja, Roxas, das frage ich mich auch manchmal. Mädchen sind echt kompliziert. Okay. D-Mix. Wann haben wir wieder frei? So. Man braucht selbst kein Herz, um die anderen zu behandeln. Merkt ihr das? Warum das lange Gesicht? Wie wär's mit deinem Spielchen? Du gewinnst, wenn du in Mission 37 mindestens 50 Punkte schaffst. Komm her, wenn du es schaffst. 50 Punkte was? Was wie 50 Punkte? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe eine neue Mission bekommen. Brich auf, sobald du bereit bist. Okay, sammle Herzen. Verdammt, hat mir was gefehlt. Ach, aber das mache ich im nächsten Part. Tschüss.